Die Königin ist raus aus dem Wettbewerb. Es lebe die Königin, meine Damen und Herren. Damit herzlich willkommen hier am Hamburger Roten Baum. Wer aber wird die neue Königin bei diesem 9. Citizen Cup? Dass wir uns diese Frage stellen, ist eigentlich schon eine ganz gute Sache, denn es zeigt, dass es dort ein paar junge Damen gibt, die die Chance dieses Jahres nutzen, wo die Weltranglisten Nummer 1 und 2 beide hier fehlen. Und eine davon ist zum Beispiel Petra Bigaro. Die hat gestern die Weltranglisten Nummer 3, Mary Pierce, aus dem Wettbewerb geworfen. Das Makel an dieser ganzen Geschichte ist bei Mary Pierce, dass sie angeschlagen war, gesundheitlich angeschlagen. Aber auch dort können wir sofort Entwarnung liefern. Matthias Kammann hat sich nämlich den Fall gestern noch einmal näher zu Herzen genommen und kann Ihnen sagen, dass eigentlich alles nicht ganz so schlimm ist, wie man zu Anfang vermuten konnte. Nach nur 1,5 Stunden war der erste Auftritt der Tennis-Diva Mary Pierce am Hamburger Roten Baum vorbei. Sie musste aufgeben. Ich habe seit einer Woche Bauchschmerzen. Der Arzt hat gesagt, es sei der Anfang einer Nireninfektion. Deshalb musste ich 3-4 Tage Antibiotika nehmen und das hat mich geschwächt. Der Turnierarzt hatte noch am Mittwoch gesagt, Mary Pierce sei topfit. Doch im Spiel gegen Petra Begerow aus Bad Kreuznach reichte ihre Kraft nur für 2 hart umkämpfte Sätze. Im dritten Durchgang wurden die Schmerzen im Bauch dann zu groß, sodass sie nicht mehr nach allen Bällen laufen konnte. Auch Marys Gegnerin hatte es gemerkt. Also ich denke, dass sie schon ein bisschen geschwächt war. Wahrscheinlich hat sie auch nicht gedacht, dass sie ein schweres Match in der ersten Runde hat. Und da wollte sie es einfach mal probieren. Naja, und es war schwer für sie. Die Enttäuschung über die Aufgabe traf nicht nur die Zuschauer, ganz besonders auch Mary Pierce selbst. Nach langer Turnierpause hatte sie sich auf dem äußersten Platz der Anlage zurückgezogen, um sich bestens auf das erste Match auf Sand vorzubereiten. Und auch die Hamburger Atmosphäre wie hier auf der Players Night schien ihr gefallen zu haben. Ich hatte zwar nicht viel Zeit, mir etwas von Hamburg anzusehen, aber die Menschen waren hier sehr, sehr nett zu mir. Nach ein paar Tagen Ruhe brauchen die deutschen Fans von Mary Pierce auch nicht lange auf solche Szenen zu warten. Denn die Französin will in der übernächsten Woche bei den German Open in Berlin wieder völlig gesund und erfolgreich sein. Also sie war nun wirklich schon richtig enttäuscht, die Mary Pierce, als sie gestern Abend dann noch bei uns im Studio war. Aber sie hat dann auch gleich gesagt, das wird schon wirklich wieder gehen. Nach ein paar Tagen bin ich absolut topfit. Und natürlich musste sie auch anerkennen, dass ihre Gegnerin Petra Bigaro absolut ohne Respekt, und das ist im besten Sinne gemeint, gegen sie antrat. Und auch auf ihre wirklich guten Schläge, denn die gab es gestern auch in dem Spiel, eigentlich fast immer eine passable Antwort hatte. Ganz klar, von dieser Petra Bigaro, der 124. der Weltrangliste, wollen wir natürlich ein bisschen mehr sehen. Und deshalb haben wir uns gedacht, das ist genau unser Spiel des Tages. Dieses Viertelfinalspiel von Petra Bigaro, aber auch, weil sie dort auf eine der ganz, ganz großen Turnierfavoriten hier trifft, auf Anke Huber. Die hat nämlich sich auch ein großes Ziel gesetzt in diesem Jahr. Sie will sich endlich absolut in der Weltrangliste unter den ersten 10 etablieren. Das deutsch-deutsche Duell, Wolfgang Bierichel weiß mehr. Nie hätte sie sich träumen lassen, so schnell beim Spiel des Tages dabei zu sein. Petra Bigaro, die 20-jährige Deutsche, heute im Duell mit der gleichaltrigen Anke Huber. Seit dem Ausscheiden von Mary Pierce sind die Autogramme von Bum Bum Anke noch begehrter. 4 Sätze im Superschnelldurchgang. Petra muss sich auf einiges gefasst machen. Es wird bestimmt ein schönes Spiel. Ich freue mich auf das Spiel. Ich habe gegen Anke vor 2 Jahren 3 Sätze gespielt. Allerdings habe ich 1-6, 1-5 hinten gelegen und 7-5 gewonnen. Das war ein bisschen glücklich, aber mal gucken. Aber Vorsicht, Anke. Auch Mary Pierce vorne im Bild hatte sich das Match gegen Petra Bigaro etwas leichter vorgestellt. Vielleicht auch deshalb, weil die Dame aus Bad Kreuznach in der Weltrangliste ja nur die Nummer 124 ist.
Anke Huber jedenfalls hat sich das Spiel angesehen und dabei auch daran gedacht, dass es ihr bisher recht leicht gemacht worden ist. Mal sehen, ich glaube, ich bin ganz gut drauf und ich habe morgen bestimmt eine gute Chance und ich hoffe, dass an dem nicht liegen wird, dass die Spiele zuvor zu leicht waren. Die designierte Königin also ist raus aus diesem Turnier, Mary Pierce. Die Gräfin ist gar nicht erst angetreten, genauso wie die Königin des letzten Jahres, Arantxa Sánchez Vicario. Wer also wird die Chance nutzen, hier ganz auf den Thron nach oben zu steigen? Da gibt es einige potenzielle Anwärterinnen bei diesem Turnier, die so frisch aufgespielt haben. Zum Beispiel das Tenniswunderkind aus der Schweiz, Martina Hingis. Das ist nämlich das erste Spiel, Martina Hingis gegen Judith Wiesner aus Österreich, die gestern einen ganz hervorragenden, souveränen Eindruck hinterließ, als sie nämlich Wiltrud Probst klar in zwei Sätzen bezwang. Danach unser Spiel des Tages, das haben wir Ihnen gerade vorgestellt. Und dann heißt es Daumen drücken für Jana Kanda, die junge Dame aus Halle an der Saale. Mittlerweile wohnt sie ja in Baden, die hier so frisch und erfrischend aufgespielt hat und von der alle schwärmen hier beim 9. Citizen Cup in ihrem Spiel gegen die Weltranglisten Nummer 3 Conchita Martinez aus Spanien. Weltrangliste Nummer 4 ist sie mittlerweile, war auch schon mal auf Platz 2 aus Spanien. Die Wimbledon Siegerin, eine, die sich absolut wohlfühlt auf Sand. Das zeigt sie jedes Jahr deutlich bei den French Open. Jetzt aber zum ersten Spiel des Tages hier auf dem Center Court. Martina Hingis schlägt sich gerade ein gegen ihre Gegnerin Judith Wiesner. Gleich geht's los. Eine Minute, sagt gerade die Schiedsrichterin. Viel Vergnügen bei diesem Spiel mit dem Kommentator Wilfried Mohren. Der Citizen Cup wird Ihnen präsentiert von ARD und D1. Ja, pünktlicher können wir ja gar nicht kommen. Noch knapp 30 Sekunden, dann wird der große Viertelfinaltag hier auf dem Center Court am Hamburger Roten Baum eröffnet. Das ist Martina Hingis, die Schweizerin, meine Damen und Herren, die Judith Wiesner hat die Ball gewonnen. Hier für so viel Aufsehen und Furore gesorgt hat bislang. Genau wie Jana Kanda, die wir im Laufe des Tages auch noch erleben werden. Martina Hingis also im Eröffnungsspiel dieses Tages gegen die an 7 gesetzte Österreicherin Judith Wiesner. Hier haben wir die Salzburgerin, 29 Jahre in der Zwischenzeit alt, also mehr als doppelt so alt wie ihre Gegnerin. Und es wird schon die Erfahrung sein, die sie in die Waagschale werfen muss, um zu bestehen gegen dieses Tennis-Wunderkind. Martina Hingis, die so ganz anders ist als die drauf losprügelnden amerikanischen Tennis-Newcomer. Eine sehr elegant spielende junge Dame. Das sieht alles sehr spielerisch leicht aus, was sie da zeigt. Und Judith Wiesner wird sicherlich versuchen zu punkten mit ihren Paradeschlägen, dem Vorhand-Topspin oder Rückhandslice. Schiedsrichterin kommt aus Frankreich, aus Toulouse, Anne Lasserre, Dame mit dem Zopf, die, und das sollte man an der Stelle sicherlich auch mal sagen, im Verlauf dieses Turniers hier eine sehr gute Figur bislang abgegeben hat. Mit ein wenig Verspätung also eröffnet Martina Hingis dieses erste Viertelfinalspiel. 12.38 Uhr. Abgeschenkt diesen Punkt, regelrecht.
und auch gleich das ganze Spiel. Erstes Spiel und erster Aufschlagverlust von Martina Hingis. Keinen Punkt gemacht. 1:0 Führung für Judith Wiesner. Die im Unterschied zu ihrer Kontrahentin doch Wert gelegt hat auf eine entsprechende schulische Ausbildung, das zumindest durchgezogen hat. Sie hat erst das Abitur fertig gemacht seinerzeit und ist dann zum Sport übergegangen, zum Tennis. Kommt eigentlich vom Skifahren her, was Wunder, als Österreicherin. Und sie, Martina Hingis, wie viele andere junge Spielerinnen in ihrem Alter, unterbrechen die Schulausbildung. Ob sie sie dann noch einmal fortsetzen, es wird immer wieder beteuert. Oft ist es nicht so. Tor. In Deutschland erstmals bekannt geworden im vergangenen Jahr in Filderstadt. Auffällig durch den Sieg damals über Helena Suková. Von da an schon mindestens den Insidern ein Begriff. Der erste Punktgewinn für Martina Hingis. Huber schaut sich das Ganze auch an. Rechts hinten Klaus Hofsess. Wer unsere Übertragungen verfolgt hat in den letzten Tagen, wir fangen ihn immer mal wieder ein.
ist sie sehr gut ausgebildet. Ein Spiel mit langen, langen Ballwechseln geht zu Ende. Fast 10 Minuten hat dieses zweite Spiel gedauert. Und mit ein wenig Mühe am Ende Judith Wiesner erfolgreich. 2:0 ihre Führung. Ein paar technische Feinheiten beiderseits haben wir auch schon gesehen. Aber sie tasten sich noch ab, die beiden. Sie haben sich noch nie gegenübergestanden. Kennen sich aus direktem Vergleich also nicht. 15 Love.
raffinierten Bälle beherrscht sie aus dem FF, wie schon in den letzten Begegnungen zu sehen gewesen. Und das erste Spiel für Martina Hingis, die auf 1:2 verkürzt. Vor vielleicht 3.500 Zuschauern. Traditionell um die Mittagsstunde die Anlage noch nicht ganz so gut besucht. Das wird sich ändern am Nachmittag. Aber Hamburg bietet an diesem Wochenende eine ganze Menge. Einige Straßenfeste, langer Samstag, Hafengeburtstag in Hamburg. Der Prinz war da. Nächste Woche die Herren, übrigens mit einem exzellenten Teilnehmerfeld. 9 der ersten 10 der Weltrangliste werden da sein. Pete Sampras ist auch bestätigt. Bei den Damen waren es ja nur 5 aus den ersten 10. Und 3 der Gesetzten sind ja auch schon draußen. Brenda Schulz, Jana Nowotna und Mary Pierce. Und so wird hier um die Anlage herum gemunkelt, wie könnte denn das Finale am Sonntag ausschauen? Vielleicht Huber gegen Martinez. Oder schafft es doch eine der jungen Spielerinnen sogar bis ins Finale? Am Ende ist vielleicht auch Judith Wiesner dabei, die jetzt aufschlägt, die zweimal das Halbfinale hier in Hamburg erreicht hat, 90 und 91, und damals jeweils an Steffi Graf scheiterte. Jetzt verhindert Unruhe auf den Rängen, dass sie aufschlagen kann. Judith Wiesner entscheidet dieses Ping-Pong am Netz für sich. Wenn das ein Lob gewesen sein soll, gerade von Martina Hingis, dann sehr halbherzig. Also in den Aufschlag von Judith Wiesner ist sie schulmäßig reingegangen, aber dann diese überhastete Aktion gerade. Sie ist die bewegungsfreudigste Schiedsrichterin hier. Wenn auch nur ansatzweise hier die Wiederholung eine strittige Entscheidung da ist, ist sie sofort vom Stuhl runter. Die Französin aus Toulouse.
die Bälle von Judith Wiesner haben die bessere Länge. Bislang hat sie das Tennis-Wunderkind Martina Hingis ganz gut unter Kontrolle. 15:15. Erstmal lässt sie ihre Vorhand sehen. Das Netz kommt ihr zu Hilfe, um dran zu bleiben an Judith Wiesner. 3:2 der Spielstand aus Sicht der Österreicherin, die trotzdem bislang doch sehr zufrieden sein kann. 20. der Weltrangliste ist sie und sie hat gesagt, sie will noch mal richtig angreifen. Sie möchte, bevor ihre Karriere zu Ende geht, doch noch einmal zu den Top 10 gehören. Da war sie noch nie. Beste Platzierung Rang 13. Das war irgendwann mal im Frühjahr 1990. Bewegt sich seit Jahren in und um die Position 20 herum, Judith Wiesner aus Salzburg. Hier nochmal der Blick auf die Anlage, auf den Center Court, der umgebaut wird, eine Überdachung erhält. Und diese Erweiterung, diese Verschönerungsmaßnahme soll bis zum Mai des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Center Court, die Anlage am Roten Baum, ohnehin schon ein Schmuckstück, aber dann sicherlich eine der vorzeigendsten Anlagen überhaupt.
Erster Aufschlagspiel von Judith Wiesner zu Null. Ich sagte es eben schon, Judith Wiesners Bälle haben eine gute, haben die bessere Länge bisher. Der Punkt war natürlich verschenkt. Martina verkürzt auf 3:4 und ich vermute fast, wenn ich einmal auf die Uhr schaue, fast eine halbe Stunde gespielt, dass das hier eine längere Angelegenheit werden wird. Ich habe mal rüber geschaut, ich weiß nicht, ob Anke Huber noch da ist, die ja gleich im Anschluss gegen Petra Begerow spielen wird. Ich denke, dass die Anke noch ein bisschen Sonne tanken kann, das dauert ein wenig länger hier noch. Aber durchaus ansehnliches, gutes Tennis, das die beiden hier uns bieten. Nadine Ercegovic und Wiltrud Probst hat sie geschlagen. Judith Wiesner, die Dame hier im blauen Rock. In den ersten beiden Runden bei diesem Hamburger Damenturnier.
beides ohne größere Probleme. Insbesondere der Erfolg über Wiltrud Probst gestern in seiner Klarheit fast schon ein bisschen eine Überraschung. Wenn man so einen Spezialitätenball einstreuen kann. Ganz nah dabei sein. Zum zweiten Mal in diesem ersten Satz eine Breakchance für Martina Hingis, vorhin auch schon mal. Anstand, use. Total Wissner.
Anstand, Jus. Spiel Wiesner. Da sind wir ein paar Mal über einen Stand gegangen. Dreimal hatte Martina Hingis die Chance, das Malheur vom Auftakt dieser Partie auszugleichen, zu egalisieren in diesem achten Spiel. Aber der Big Point ist ihr nicht gelungen. Eine Seite stattdessen noch gerissen, wie Sie vielleicht auch gehört haben werden bei diesem letzten Schlag. Jetzt hat sie einen neuen Schläger. Und sie ist sehr unzufrieden mit sich. Statt 4-beide im ersten 5-3 für die Österreicherin. Da liegt der kaputte Schläger, die gerissene Seite. Und auch der Schläger ist bald hin, wenn sie den noch häufiger hinwirft. 30, Love 30. Und eines wird jetzt schon deutlich. Nach dem großen Erfolg in der letzten Runde über Jana Novotná, den sie herausgespielt hat und nur herausspielen brauchte, im großen Tennis muss man gelegentlich sich auch strecken und recken und ein bisschen 15, kämpfen. 15, da reicht es nicht, nur schön zu spielen. Und Judith Wiesner macht ihr das vor. Judith Wiesner sehr engagiert. Satzball für die Österreicherin, die mehr tut gerade, auch einer ihrer wenigen Vorstöße nach vorne.
zu lang. Schöne Bilder, die wir hier sehen. Jetzt in diesem letzten Spiel doch ein bisschen engagierter. Sie weiß, dass sie was tun muss, Martina Hingis. Verkürzt auf 4:5 aus ihrer Sicht. Aber nach wie vor läuft sie dem Entree, dem Missglückten, hinterher. Sie erinnern sich, das erste Spiel gleich in dieser schon 41 Minuten währenden Partie, sind immer noch im ersten Satz, gewann Judith Wiesner. Nahm ihrer Gegnerin den Aufschlag ab, und zwar zu Null. Und seither läuft Martina Hingis ohnehin vielleicht auch nicht ganz in der Form, in der wir sie gegen Jana Nowotna gesehen haben, diesem Rückstand hinterher. Ist sicherlich die talentiertere, die auch schöner spielende. Tom. Aber Judith Wiesner mit hohem kämpferischen Einsatz und vor allen Dingen unverändert die Länge ihrer Bälle besser, wirkt in vielen auch eher heiklen Situationen etwas abgeklärter. Was Wunder, 15 Jahre liegen ja zwischen den beiden. Ein einsamer Betrachter. Ich denke, schon bald wird er da nicht mehr so alleine sitzen. Spätestens beim rein deutschen Duell gleich wird es hier sicherlich sehr voll werden. Wegerow gegen Huber. 15. Danach Jana Kandar gegen die Wimbledon-Siegerin Conchita Martinez und das vierte Viertelfinalspiel Barbara Rittner gegen Manuela Malieva, die von den Gesetzten hier am meisten enttäuscht hat bisher. Eine ziemlich enttäuschende Vorstellung ablieferte gegen Alexia Deschamps-Ballerée. Aber vielleicht ein einmaliger Aussetzer. Erneut Satzball, gleich zwei hintereinander für die Salzburgerin.
gut vorbereiteter Netzvorstoß. 40-30, 40-30. Satzbälle hatte sie schon und bin gespannt, ob sie hier, Martina Hingis, jetzt den Big Point spielt, auf den sie so lange wartet. Ein Doppelfehler bringt Martina Hingis zurück. Fünf beide. Das kann der Partie eine Wende geben, ohne dass ich Prophet sein will. Aber das sitzt natürlich tief. Drei Satzbälle gehabt zu haben. Alle nicht genutzt. 30-0, 30-0. Passiert oft, dass man gedanklich dem letzten Spiel da noch hinterherhängt. Spiel Hingis. Und ein klar gewonnenes Ausschlagspiel von Martina Hingis, die plötzlich in der Vorhand ist. Jetzt liegt der Druck bei Judith Wiesner, die eigentlich diesen ersten Satz hätte schon gewinnen müssen. 6-5 die Führung für die Schweizerin.